ist die größte TV-Expertenphrase? Im Sportbereich oder in welchem Bereich? Im Sportbereich. Ein Spiel dauert 90 Minuten. Welche ist deine größte TV-Phrase? Die können nichts. Hast du schon mal gekifft? Nein. Welche Jugendsünde wirst du dir nie verzeihen? Als 7-Jähriger mal einen Ball geklaut zu haben. Hast du ihn zurückgegeben? Ich musste. Was unterscheidet englische von deutschen Frauen? Englische Frauen sind freizügiger. Sind sie hübscher? Nein. Wann hast du dir das letzte Mal die Brust rasiert? Vor 3 Tagen. Wann warst du das letzte Mal richtig besoffen? Vor 6 Tagen. Warum? Oktoberfest gefeiert. Auf welchen Mitspieler hättest du im Nachhinein gerne verzichten können? Andres D'Alessandro. Wen hast du im Training einfach mal so umgenietet? Andres D'Alessandro. Welche Grätsche ist bis heute noch offen? Alles abgearbeitet. Welcher Mitspieler hat dir was beigebracht und was war das? Oh, da waren viele. Da waren viele, egal ob das Uli Stein war beim HSV, Einstellung zum Beruf, Stefan Effenberg als Führer oder Kapitän einer Mannschaft in England, Stefano Iranio, die Gelassenheit, da waren viele, da waren einige dabei. In welcher Sportart würdest du gegen eine Frau verlieren? Rhythmische Sportgymnastik. Welcher Protagonist trinkt beim Bitburger Fan-Talk am meisten? Alle. Könntest du dir vorstellen, eine Damenmannschaft zu trainieren? Ja. Wurdest du schon mal richtig verarscht? Nein. Was würdest du an deinem Körper ändern wollen? Gar nichts. Dürfen Kicker bei Derby County Bier in der Kabine trinken? Nein. Wo gab es am meisten Bier in der Kabine? VfL Wolfsburg, Kabinenfeiern mit Roy Präger und Mike Franz. Wer war der beste Trainer, den du je hattest? Erik Gerritz. Weil er den VfL Wolfsburg zu der Zeit zum Tabellenführer gemacht hat, weil er einer war, der alle Spieler mit einbezogen hat, der viel Ahnung von Taktik hatte, der ein gutes Training gemacht hat zusammen mit seinem Co-Trainer und der aus der Mannschaft über einen gewissen Zeitraum das Optimale rausgeholt hat. Wer war da nicht so gut? Da waren einige. Da nenne ich aber keine Namen jetzt, die treffe ich ab und zu nochmal. Gibt es einen Profi, dem du die Profilaufbahn nie zugetraut hättest? Nein. Würdest du gerne mal den Doppelpass moderieren? Nein. Warum nicht? Weil Moderation, das kann ich nicht, das habe ich nicht gelernt und Sachen, die ich nicht kann und die nicht mein Kerngebiet sind, das sollen andere machen. Was macht dich glücklich? Viele Dinge. Weltfrieden. Nochmal der Weltfrieden. Nein, das sind unterschiedliche Sachen. Es kann Familie sein, es kann ein schönes Glas Wein sein, es kann ein toller Film sein, es kann ein tolles Erlebnis sein, gutes Wetter. Es gibt viele Dinge. Welchen Rat hast du deiner Tochter zuletzt gegeben? Oh, das war was Schulisches. Ja, das aufgrund des Schulsystems heutzutage viele Kinder oder die Kinder in der Schule sehr, sehr darauf gepolt sein müssen, eigenständig zu arbeiten und das habe ich ihr gesagt. Was kannst du außer der TV-Experte noch? Golf spielen. Danke. Bitte.